Ich denke, nun verstehen wir einander, Frodo Beutlin. Ich habe Gandalf versprochen, dass euch nichts passiert. Und was ich verspreche, passiert. Saruman. Ein Zauberer müsste mehr Verstand haben. Der End sah mir ein bisschen wieder viel aus. Sorry, aber. Und ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher, ob ich jetzt schon wieder gemutet war, während ich hier. Das wäre nämlich ziemlich schade. Spazieren gehen, Orks zerhauen. Muss ich auch immer schon Gerüste zerkloppen. Feuerwehr spielen. Oder auch nicht. Bei uns wird geredet. Wenn nicht, wäre blöd. Oh hier, yeah, eine Tür. Uhuhu. Was dürfen wir jetzt hier mitmachen? Irgendwo drauf. Sicher.
die Logik bleibt ja oft bei Spielen fern. Ich sehe da nicht die Logik, die Realität. Die Logik ist eigentlich ziemlich oft bei Spielen da. Außer bei Counter-Strike. Davon mal abgesehen. Oder anders gewesen bei Spielen. Es gibt so manche Spiele, da hat sich immer was bei gedacht. Spiele, da denkt man, da hat sich keiner was bei gedacht. Das war ein ziemlich dummer. Wow, noch eine Truhe, Alter. Sind sie auch kleine Hütchen? Dürfen wir eine Pause machen, die Orte oder was? Gar keine Urukaine. Das kann alles eigentlich Orks sein, wenn überhaupt. Die Orks müssten doch Bäume fällen oder Uruks züchten. Und die kriegen das Feuer. Das Feuer gelöscht. Was soll ich schon sagen, das Wasser gelöscht. Feuer. Ah, woher kriegen wir Wasser? Da kriegen wir Wasser. Jetzt noch eine Truhe. Das ist cool. Einfach mal durchmetzeln. Ich würde sagen, es wäre dann das dritte Mal hintereinander hier voll Geld. Durch alles, was braun ist, außer uns selbst. Matsche. Leiten Sie schon hier ein Wasserbehälter Dingsbums. Wir gehen gerade voll auf ein Loch zu. Das ist nicht so schön. Steinmann. Können wir nicht anders? Nö. Dann hauen wir es da drauf. Oder hier drauf. Da. Sind wir mal hintereinander? Ich würde sagen, wir kriegen hier nochmal eine Truhe, oder? Cool. Ja, da ist der Bitte. Gut. Yay! Oh. 4 Truhen in einem Game. Ist auch mal was Neues. Hätte ich noch nie. Ach, das kann man ja nicht zerstören. Dann latschen wir ihn einfach durch. Machen wir ein bisschen voran. Wir sind ja eigentlich nur 2. Brecht den Damm! Befreit den Fluss! Genau, Baubart. So wird's sein. In your face. Und nochmal. Ebenfalls in your face.
Hallo? Da drauf. Schade. Ach so. Das ist natürlich sehr schlau. Genauso wie dieser Wurf das Schlauste war, was wir je getan haben. Nehmen wir uns hier nochmal so einen Stein und gehen damit dann da hoch. Danke. Hallo? Aha. Sehr schön. Jetzt haben wir noch Power. Münzen. Und. Eigentlich machen das ja noch andere Ends, aber anscheinend gibt es hier nur zwei Ends. Willkommen im Isengard. Junger Meister Gandalf, hier gilt es, mit einem Zauberer fertig zu werden. Und da muss Saruman bleiben, unter eurer Aufsicht, Baumbart. Er hat keine Macht mehr. Bei meiner Borke. Peregrin Tuck. Das nehme ich, mein Junge. Beeil dich! Wir müssen nach Edoras reisen. Yay, Osgiliath. Soweit abgeschlossen, auch weil es jetzt eigentlich Osgiliath und Isengard zusammen war. Yay, wir haben Gollum! Ist mir geil! Ach ja. Eins ja, ist mir geil immer. Gollum immer ist mir geil, weil Gollum ist ja nur so ein Geschöpf. Was daraus entsteht, wenn man zu lange den Ring hat. Wie man ja auch bei Bilbo sieht. Im ersten Teil. Oder im letzten. Fall da, wo die dann eben nach dem ersten Teil mit den ganzen Seelen Buchter sind. Sehr schön. Geschichte dann mal fortsetzen. Ich werde mich jetzt nicht vergessen zu entmuten. Smeargol, wir warten nicht auf dich. Komm schon. Herr, passt auf uns auf. Töte ihn. Töte sie beide. Und dann nehmen wir den Schatz. Und wir werden der Herr sein. Ja, nein, nein. Ist zu gefährlich. Ist zu gefährlich. Wir könnten sie es tun lassen. Ja, sie könnte es tun. Und wir nehmen ihn, sobald sie tot sind. What?
Also, das war Lego Herr der Ringe, die zwei Türme. Also, eigentlich hätte ich gedacht, das dauert länger. Wie viel war das jetzt? Eine Stunde Spielzeit oder so? Anderthalb? Der erste ging 4 Stunden. Also, wo ich da gespielt habe, waren das ungefähr 3 Stunden, 3 bis 4 Stunden. Jetzt? Puh! Da sind wir ja schon bald bei hier die Rückkehr des Königs, liebe Freunde. Ja. Puh! Muss ich mal Aufnahme checken. Ja, ne. Läuft. Es läuft sogar. Bedummtisch. Ja, was soll ich denn da jetzt noch sagen hier groß? Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, dass ich dann ein oder zweimal, kann das auch sogar sein, gemutet war. Eine längere Zeit. Mal schauen, ob ich das irgendwie nachkommentiere. Mal schauen. Oder ich bin einfach viel zu faul dafür. Ja. Schreibt mal wie immer in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Der Abspann ist mal wieder ewig. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Teil von Lego Herr der Ringe, der dann schon der letzte ist. Der aber, ich würde sagen, ein bisschen länger dauert als der zweite. Der ja eigentlich relativ kurz gefasst wurde, sag ich jetzt mal so. Muss ich schon sagen, ja, der zweite. Weil eigentlich ist der zweite von Herr der Ringe, der zweite Teil, eigentlich so gut wie mein Lieblingsteil. Der dritte ist auch mega geil. Der erste, muss ich sagen, es ist so. Im Vergleich zu den anderen kann er nicht so ganz mithalten. Allein wegen hier Minas Tirith, Schlappen Minas Tirith und um Helms Klamm, das ist dann schon. Das ist dann der Burner. Ja. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal die Klappe halten, hier das noch durchlaufen lassen. Wer sich das anschauen will, kann sich das anschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.